Die Villa Stuck zeigt die erste große Museumsschau des Fotokünstlers Mark Morris Rowe. Das außergewöhnlich vielseitige Werk des Amerikaners wird ab März ausgestellt. Ja, Mark Morris Rowe ist eigentlich eine Wiederentdeckung, ein Künstler, der ab den 90er Jahren eigentlich verloren gegangen ist. Und dadurch, dass wir diesen Nachlass aufbearbeitet haben, haben wir jetzt die einmalige Gelegenheit, wirklich ein umfangreiches Werk zu zeigen, was in dieser Fülle eigentlich noch nie zu sehen war. Also das, was wir hier sehen, ist wirklich eine Entdeckung, wie man Fotografie auch betreiben kann. In der Ausstellung werden insgesamt über 300 Arbeiten gezeigt. Frühe Farb- und Schwarz-Weiß-Abzüge, Polaroids sowie vom Künstler per Hand bearbeitete Abzüge von Negativen und Fotogrammen. Also Mark Morris Rowe war ein Fotograf, der sich in seinem Umfeld, in seinem privaten Umfeld sehr stark definiert hat. Also es sind sehr viele Freunde in seinen Fotos zu sehen. Da ist Jack Pearson, heute ein angesehener Fotograf. Tabu war ein Performance-Künstler zum Beispiel. Er war sozusagen in der Punk-Szene der 80er Jahre in Boston unterwegs und diese Bilder sieht man hier in dieser Ausstellung. Was er eben aber auch gemacht hat, war, er hat sehr stark die Bilder in der Dunkelkammer nachgearbeitet. Also es gibt kaum ein Bild, was nicht sozusagen eine Verfremdung hat. Und wir sind hier im großen Kuppelsaal, wo wir die sogenannten Sandwich Prints sehen. Das ist eine Verfremdung, die er dadurch hergestellt hat, dass er ein Farbnegativ und ein gleich großes Schwarz-Weiß-Negativ aufeinander montiert hat, das Ganze wieder in einen Vergrößerer getan hat und dann sind daraus Bilder entstanden, die eine ganz malerische Struktur haben, die gar nicht so sehr mit Fotografie mehr zu tun haben, sondern die viel mehr Anleihen zum Beispiel am Piktoralismus des 19. Jahrhunderts, aber gleichzeitig auch so ein Groove zum Beispiel von Andy Warhol erkennen lassen. Mark Morris Rowes kurze Schaffenszeit war geprägt von einem erstaunlichen Output fotografischer Experimente. Sie zeichnete sich in allen Phasen durch eine individuelle Ästhetik aus. Man kann das in dieser Ausstellung eben auch wunderbar erkennen, dieser spielerische Umgang mit Identitäten. Wir haben zwei Filme hier in der Ausstellung, das sind so Super 8 Filme, die er in den frühen 80er Jahren gemacht hat, wo man erkennen kann, wie lustvoll da eigentlich sich verkleidet wurde, wie Texte auswendig gelernt wurden, wo auch im Hintergrund zum Beispiel Fotos zu sehen sind, die heute hier in der Ausstellung zu sehen sind. Das heißt, das war alles Teil, jedes Teil, was wir hier sehen, war eigentlich Teil des Lebens. Und das ist eigentlich das Spannende, dass sich hier so ein Leben aufhaltet in dieser Ausstellung. Morris Rowes Schaffen kreiste vor allem um sein lebenshungriges und von Extremen geprägtes Leben. Mit nur 30 Jahren starb er 1989 an den Folgen von AIDS. Also ich stehe vor meinem Lieblingsbild, das eindringlichste Bild in dieser Ausstellung für meine Begriffe, und zwar ist das 1987 entstanden. Es ist ein Fotogramm, was entstanden ist, als er aufgrund seiner HIV-Infektion im Krankenhaus mehrere Tage verbringen musste. Und er hat dort die Badezimmer zu seiner Dunkelkammer eingerichtet und hat dort kameralose Fotografie gemacht. Das heißt, er hat nur mit Licht gearbeitet, hat die Fläschchen auf dieses Fotopapier gelegt, hat das nachher belichtet. Und es ist für meine Begriffe ein eindringliches Porträt, eine Art Selbstporträt in einer Zeit, wo er sich eben mit seiner Krankheit und mit dem Tod auseinandersetzen musste. Seine Krankheit führte zu neuen, abstrakt dargestellten Selbstbildern. Sie waren Zeichen einer rauschhaften Suche nach Sinn und Ästhetik in einer mehrdeutigen Bildwelt. Ich finde, dass Mark Morris wirklich eine Wiederentdeckung ist. Ich finde, dass man erkennen kann, dass dort jemand in 12 Jahren Schaffenszeit ein wahnsinniges Werk hingelegt hat. Der Mann hatte Energie, der Mann hatte wirklich auch eine Lebenslust bis eigentlich in seine letzten Tage hinein. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 28. Mai in der Villa Stuck.